Von der Firma Endonstar habe ich ein Mikroskop Typ AD246S erhalten. Von früher Jugend an haben mich zwei Dinge nachhaltig beeindruckt: Magnete und optische Linsen. Daher habe ich das Angebot zum Test des Mikroskops gerne angenommen. Der Lieferumfang umfasst neben dem Mikroskop einen 7 Zoll Bildschirm, insgesamt drei unterschiedliche Objektive, Beleuchtung für Auf- und Durchlichtmikroskopie, ein paar Objektträger mit Beispielpräparaten und einige Kleinteile. Fotos in hoher Auflösung von allen Teilen gibt's wie immer auf den Seiten von How Open Is This Gadget. Die Montage des Mikroskops ist schnell erledigt, nur wenige Teile sind zu verschrauben und die entsprechende Anleitung ist gut bebildert. Standfuß und Halterung bestehen aus Metall und wirken ausreichend solide. Die Höhe des Mikroskops kann längs des Rohres grob verstellt und an beliebigen Positionen mit einer Rändelmutter fixiert werden. Die Feinjustierung erfolgt über ein Stellrad, mit dessen Hilfe ein Hub von bis zu 29 mm zur Verfügung steht. Das Mikroskop ist nach dem Einschalten in wenigen Sekunden einsatzbereit, auf dem Bildschirm erscheint das Live-Bild der Kamera. Dabei konsumiert das Mikroskop einen Strom von 480 mA. Bei maximaler Beleuchtungsstärke sind es 750 mA, somit kann das Mikroskop auch abseits einer Steckdose betrieben werden. Das zuerst montierte Objektiv erlaubt ein Scharfstellen in Entfernungen von 12 bis hoch zu 320 mm. Je näher das Objektiv an das zu betrachtende Objekt herangeführt wird, umso höher die erzielbare Vergrößerung. Besonders bei geringem Abstand ist es von Vorteil, dass die LED-Beleuchtung mit der flexiblen Befestigung ebenfalls nahe an das Objekt herangeführt werden kann, um die schmale Lücke noch ausreichend zu erhellen. Ein großer Abstand vereinfacht das Arbeiten an dem betrachteten Objekt. Je kleiner die Bauteile, umso besser ist ein höherer Vergrößerungsfaktor und hier kommt Objektiv Nummer 2 ins Spiel. Der Wechsel erfolgt, indem zwei Schrauben gelöst, das erste Objektiv herausgenommen, und schließlich Objektiv Nummer 2 angeschraubt wird. Dieses ist für eine Objektentfernung von 90 bis 300 mm geeignet. Im Vergleich mit dem ersten Objektiv ergibt sich eine stärkere Vergrößerung bei gleichem Objektabstand. Die Linsen aller drei Objektive sind zwar nur in Plastik eingefasst, die Fertigung ist allerdings ausreichend präzise für scharfe Abbildungen. Die Linsen sind gut geschützt, im Innern verborgen. Das dritte Objektiv ist für einen geringen Objektabstand von nur 4 bis 5 mm ausgelegt. Bei diesem Abstand ist ein Beleuchten von oben oder von der Seite nur sehr begrenzt möglich und hier kommt die Durchlichtvorrichtung zum Einsatz. Um diese mit Strom versorgen zu können, muss der Stecker vom Auflicht getrennt und in den Sockel der Durchlichtbox gesteckt werden.
Durchlicht funktioniert am besten bei transparenten Objekten. Im Lieferumfang enthalten sind einige Beispielpräparate. Beim Scharfstellen am Mikroskoptubus ist zu bemerken, dass die Mechanik nur eingeschränkt stabil ist. Sobald man die Stellschraube berührt, verschiebt sich der Schärfepunkt sichtbar. Gleiches gilt für den Feintrieb der Höhenverstellung. Sowohl die Mechanik am Tubus als auch der Feintrieb der Höhenverstellung arbeiten schön geschmeidig, die Verstellmechanismen wirken recht solide. Das Scharfstellen ist somit ein wenig fummelig, gelingt aber im Großen und Ganzen gut. Um das Mikroskop beim Auslösen von Fotos oder Videosequenzen nicht anfassen zu müssen, hilft die Fernbedienung. Somit gelingen scharfe Aufnahmen. Gespeichert wird dabei auf eine Micro-SD-Karte, die, etwas unkomfortabel zu erreichen, hinten am Bildschirm eingeführt wird. Beim Wechsel der Karte muss das Mikroskop ausgeschaltet sein. Per Fernbedienung können nicht nur Standbilder und Videosequenzen aufgenommen, sondern auch alle Einstellungen vorgenommen werden. Wem der 7 Zoll Bildschirm zu klein ist, der kann per HDMI-Schnittstelle einen größeren Monitor oder gleich einen Beamer anschließen. Somit eignet sich das Mikroskop auch für Vorträge vor größerem Publikum. Die USB-Schnittstelle dient nicht nur zur Stromversorgung, sondern darüber kann die Mikroskopkamera auch als Webcam von einem PC genutzt werden. Hier demonstriere ich das mit dem VLC Media Player unter Linux Mint 21.1 auf meinem ältlichen Laptop. Der Videostream wird flüssig angezeigt und kann bei Bedarf aufgezeichnet werden. In Sachen Vergrößerungsfaktor wird viel geschummelt, daher gebe ich hier einfach mal eine grobe Abschätzung, welch kleine Strukturen mit den Optiken erfasst werden können. Ich beginne mit Objektiv A, das zuerst auf den maximal möglichen Abstand gebracht wird. Von dem Lineal werden 22 mm erfasst. Bei minimalem Abstand werden nur noch etwa 6 mm von dem Lineal abgebildet. Bei Objektiv L werden bei maximalem Abstand, also minimaler Vergrößerung, 76 mm von dem Lineal erfasst. Bei minimalem Abstand nur noch etwas mehr als 2 mm.
Da die Millimeterskala des Lineals für ein Mikroskop gigantisch groß ist, kommt als nächstes Referenzgitter ein Alltagsgegenstand zum Einsatz, ein Smartphone. Dessen Bildschirm besteht aus einem regelmäßigen Gitter farbiger Punkte. Die etwa 2,2 mm entsprechen 36 Bildpunkten auf dem Smartphone-Bildschirm. Für das letzte Objektiv nehme ich nur den Smartphone-Bildschirm als Referenz. Die Vergrößerung variiert zwischen 66 und 15 Bildpunkten auf dem Smartphone-Bildschirm. Werfen wir mit diesem Objektiv einen Blick auf die mitgelieferten Beispielpräparate. Das Seitenverhältnis der aufgenommenen Standbilder beträgt 4 zu 3. Diese werden mit einer Auflösung von bis zu 5600x4200 Pixeln gespeichert, was aber keinesfalls der physikalischen Auflösung des Kamerachips entspricht. Die Bilder werden per Software hochskaliert. LSUSB unter Linux zeigt 1920x1080 als maximale Auflösung der verbundenen Hardware. Die Bildqualität ist jedoch ausreichend, um in die faszinierende Welt des Mikrokosmos vorzudringen. Videos werden mit einer Auflösung von bis zu 2880x2160 Pixeln auf der MicroSD-Karte gespeichert und somit offensichtlich auch hochskaliert. Das ergibt rein rechnerisch zwar ebenfalls ein Seitenverhältnis von 4 zu 3, angezeigt werden diese Videos jedoch im 16 zu 9 Format, ohne dass die Objekte verzerrt dargestellt werden. Klingt komisch, ist aber so. Wer möchte, sollte zu den Stichworten Storage Aspect Ratio und Display Aspect Ratio googeln. Weitere Infos, alle für dieses Video angefertigten und weitere Mikroskopbilder sowie viele Fotos von dem Gerät selbst und dessen Zubehör gibt's wie immer auf den Seiten von How Open Is This Gadget. Somit könnt ihr euch in Ruhe ein eigenes Bild von den Möglichkeiten machen, die das EndonStar AD246S bietet. Klickt mal rein. In diesem Sinne, danke fürs Angucken und bis bald.